Was soll das jetzt werden? Eine Blockliege werde ich mir selber bauen, weil die von noch, die kostet ja 60 Euro. Ich glaube, das kann ich mir selber billiger machen. Habe die Maße genommen von dem Bild im Shop. Brauche jetzt eben 2x30x20 Flächen. Die werde ich mir jetzt ausschneiden, dann werde ich sie übereinander kleben. Ausschneiden, habe sie angezeichnet, jetzt schneide ich es aus mit dem Cuttermesser, indem ich da schöne gerade Schnitte mache. Das werden wir jetzt dann aufeinander kleben und dann haben wir mal die Höhe, Breite und Länge. Jetzt, dann müssen wir da noch einzeichnen, wobei ich mir jetzt denke, dass ich eben, bevor ich das klebe, den unteren Teil so lassen werde, aber den werde ich mir schon zurechtschneiden und eben die Formen hineinmachen. Also die Schräge plus diesen Sturz nach unten, damit man die Lok so rein oder so reinlegen kann. Jetzt habe ich die Teile zugeschnitten. Jetzt werden wir diese uns eben zusammenkleben. Geschnitten habe ich sie mit dem Heißdrahtschneider, Boxen-Heißdrahtschneider. Die Arbeit wollte ich jetzt, oder das wollte ich jetzt auch ersparen, dass ihr das alles mit anschaut. Ich zeige euch einfach die Teile jetzt da. So. Also wir haben jetzt da einen 2 cm Teil mal vorne. Als Unterfläche haben wir den unteren Teil eben jetzt nur hinten beschnitten. Da gehen wir jetzt das drauf, gerade passt. Dann haben wir einen von oberen Teil schräg geschnitten. Der kommt jetzt dann so rauf. Da hinten kommt dann wieder ein Teil dazu. Passt. Dann gerade, dass wir da hinten auch gerade sind. Passt. Da kommt der Teil wieder dazu. Also das haben wir alle Holzlein. Weil wir müssen ja einen lösungsmittelfreien Kleber nehmen. Dann habe ich eben von der unteren Platte 4,5 cm, ich glaube 4,5 cm sind das, abmessen. Ja, 4,5 cm auch abgeschnitten. Die kleben wir jetzt da schön da ran. Dann kommt hinten der dazu, plus noch mal eins drauf.
Schluss denn jetzt da noch drauf, dass wir da ein längere Dings, eine höhere haben. Notfalls können wir da hinten noch was dazu kriegen, falls das zu schwach sein sollte. Aber was ihr jetzt nicht vergessen solltet, oder halt, was ihr jetzt da noch nicht seht, ist, dass da dann noch ein weicher Schaumgummi reinkommt, damit die Lok ja geschützt ist. Dann ist das auch noch einmal um einen Zentimeter kleiner oder dicker jedenfalls. So. Passt, das müssen wir jetzt trocknen lassen. Das lassen wir jetzt trocknen. Und wenn das dann getrocknet ist, kommt eben unten und da, auf jeden Fall links und rechts, kommt dann dieser weiche Schaumgummi noch drauf. Das soll das hüten. Und auch da werden wir noch eine. Da habe ich zwar nicht mehr Ränder, aber jedenfalls so auch einen weichen Schaumgummi dann drauf tun, damit die Lok auch schön locker liegt. Aber man sieht, ihr seht ja, man kann selber machen. Okay, der von noch hat jetzt da Löcher und Fächer. Die kann man notfalls da auch rein machen, indem man eben, ich meine, was hat man? Schraubenzieher, den kann man da reinstecken, das ist ja Hartschaum. Das passt eh. Und wenn man allerdings haben will für die Schrauben, kann man das noch mit einem Handheißdraht eben noch nachmachen. Das können wir dann später noch machen. Wir warten jetzt einmal, dass man das einmal trocknet, damit wir dann den weiteren nächsten Schritt machen können. Und so haben wir dann im Endeffekt eine Lokliege. Damit die Lok auch schön weich liegt und nicht verletzt wird, kommen jetzt so solche Streifen noch links und rechts drauf, die von einem weichen Schaumgummi, die kleben wir einfach auch mit Leim drauf. Was ich auch gemacht habe, ich habe das Ganze unten mit einem Karton verstärkt, so dass das alles schön haltet. Es ist recht stabil jetzt, muss ich sagen. Und eben als nächster Schritt kleben wir jetzt das darauf und dann muss ich mir noch was suchen für da unten, für da. So, jetzt klebt er. Abschließend, wenn trocken ist, schneidet man das Stück wieder weg. Passt. So, das wiederholen wir jetzt da auf der anderen Seite auch noch. So, meine Lokliege ist fertig, wie ihr sehen könnt. Was ich auch gemacht habe, ist eben, mache allerdings, wo ich dann den Schraubenzieher oder sowas reingeben kann. Vielleicht mache ich da noch ein Fach für Schrauben. Das weiß ich noch nicht, wie ich das machen werde. Vielleicht mache ich es, vielleicht nicht. Da habe ich einfach mit einem Bohrer hineingebohrt, mit einem Holzbohrer. Aber ihr seht, ich habe das auch da überall jetzt mit weichen Schaumgummi, damit nichts passieren kann. Auch da kann man schön die Lok hineingeben und die Lok dann bearbeiten. Sehe gerade vielleicht, dass ich es vielleicht ein bisschen noch aufdoppeln werde, damit wir das ein bisschen höher haben. Aber so kann man schön arbeiten. Darüber bin ich jetzt happy, weil so habe ich mir jetzt da sozusagen 60 Euro gespart. Das war eigentlich keine Hexerei. Wie gesagt, ihr schneidet euch das die Teile zu. Zeige das noch einmal von der Seite. Schneidet euch die Teile zu. Also ich habe es in drei Teilen geschnitten. Den oberen Teil in vier Teile.
weil ich jetzt von der Höhe her nicht mit ein rausgekommen bin, einfach das doppelt genommen, habe da hinten eine Wand, dann eben diese Führung, dann unten bleibt der gerade, der ganze, wobei eben da ein Stück gerade, dann machst man eine schräge und wieder eine gerade und schon hat man das fertig. Man klebt alles zusammen. Ich habe sicherheitshalber, wie gesagt, das auch auf den Karton geklebt, damit es noch mehr Halt hat. Und eben dann noch einen weichen Schaumgummi, damit eben die Lok nicht beschädigt wird. Noch einmal darüber, darüber und darüber. Je nachdem, was ihr zu Hause habt. Ihr habt von dem nicht so viel gehabt, deswegen habe ich das nur seitwärts genommen und da eben ein ganz ein weiches Hartschaum, aber der halt dadurch, dass er sehr dünn ist, eben auch sehr weich ist. Ja, so viel, wie man sich eine Lockliege zum Reparieren selbst bastelt. Ja, man könnte das jetzt noch anmalen, ich wüsste nicht warum. Und vielleicht mache ich da noch ein Rechteck rein mit einem freistehenden oder mit einem Handheißdrahtschneider. Das weiß ich noch nicht. Und die Löcher eben einfach mit einem Bohrer gebohrt, damit man eben Kugelschreiber jetzt nicht, aber eben Schraubenzieher oder sowas da hineingeben kann, die man halt gleich braucht. Ich hoffe, ich habe euch damit ein bisschen eine Idee gebracht, wie man sich eben 60 Euro sparen kann.